Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Stöffel und heute starten wir ein neues Let's Play, namentlich Mittelerde, Mordors Schatten. Schon 2014 erschienen, habe ich es natürlich schon mal durchgespielt, aber da ich mir erst kürzlich mal wieder die Hobbit-Filme und die Herr der Ringe-Filme angeschaut habe, dachte ich mir, könnte ich eigentlich nochmal eine Runde machen. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich das Ganze auch gleich mal für den Kanal mit aufnehmen. Und jetzt haben wir hier die Speicherplätze, jetzt sehen wir da, einmal habe ich schon auf 98% hochgespielt innerhalb von 26 Stunden. Ich glaube nicht, dass ich diesmal die 100% schaffe, aber wir schauen einfach mal. Dafür wählen wir natürlich den leeren Spielplatz und oder Speicherplatz und dann wechseln wir noch kurz die Skins, also den Skin. Da haben wir hier so ein paar durch den Season Pass und so. Haben wir die halt dazu bekommen und ich spiele ganz gerne als Hauptmann der Wache. Es ist im Prinzip das gleiche Outfit wie Standard, nur hier seht ihr links der Arm, der ist hier halt abgerissen und beim Hauptmann der Wache ist das alles noch heile und finde ich einfach ein bisschen schicker. Ein einziger Skin fehlt hier, das ist der dunkle Waldläufer Skin, den finde ich sogar noch ein bisschen cooler, aber den müsste man halt noch mal extra kaufen und weiß ich nicht. Das ist dann doch nicht wert. Hier gibt es noch so ein paar Spielmodi. Da können wir uns einen eigenen Erzfeind-Org irgendwie erstellen. Kriegsproben, das ist halt Kämpfe für die Hauptmänner. Eine eigene Kampagne für Meister der Jagd und den Hellen Herrscher. Macht alles nur Sinn, wenn wir die Hauptspiel schon mal durch haben. Ich glaube aber nicht, dass ich dann da nochmal reinschauen werde, sondern am ehesten werde ich dann zum zweiten Teil Schatten des Krieges weiter wandern. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Schatten von Mordor und dann gucken wir doch mal, wie wir da durchkommen. Plan ist es, so selten wie möglich zu sterben. Das Sterben ist eine wichtige Spielmechanik, die dann dafür sorgt, dass Orks stärker werden, aufsteigen, Hauptmänner werden, wie auch immer. Die ich aber versuchen werde zu umgehen. Ich denke, es wird mir nicht gelingen, so überhaupt gar nicht zu sterben. Und sobald ich dann das erste Mal sterbe, werde ich hier den berühmten Counter wieder einblenden. Der bleibt aber so lange ausgeblendet, bis ich dann tatsächlich das erste Mal gestorben bin. Und wir versuchen einfach mal so lange wie möglich das zu vermeiden. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Story-Modus. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Ioret! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Und gleich die erste wichtige Mechanik wird jetzt erklärt. Das Parieren. Oder Blocken, wie auch immer. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Im richtigen Zeitpunkt. Hart genug. Ein relativ großes Zeitfenster haben wir dafür. Das ist mit die wichtigste Mechanik im Spiel. Gleich neben dem Schleichen. Vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hey.
Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Hilft natürlich, den eigenen Sohn mit dem Schwert zu bearbeiten. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schwätz dich auf! Hier, Haie! Angriff der Orks. Mir geht's gut! Und der kleine, schmächtige Teenager hält den Angriff des Orks einfach mal so auf. So, und eine Tötung. Wir heilen! Denk an deine Ausbildung! So, was dann noch ganz wichtig ist, wenn wir gerade in dieser Animation sind für diese Bodentötung, sind wir nicht unverwundbar, wie es ja in manchen Spielen der Fall wäre, sondern wir müssen dann tatsächlich trotzdem darauf achten zu blocken. Wenn wir das aber tun, führt er die Aktion nicht zu Ende. Deswegen nach Möglichkeit im letzten Augenblick. Aber wir gucken mal, wie gut wir das hinkriegen. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Naja, nicht so ganz direkt, aber passt schon. Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Jetzt kommt halt die Erklärung der zweitwichtigsten Mechanik oder der zweiten wichtigen Mechanik. Schreitest du durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Tanz am Strande von Anfallas, schlaf in silbrig Mondenschein. Verschaff dir selbst manch goldenes Jahr mit vielen Kostbarkeiten. Triff Halbling, Elb und Zwergen gar, lass dich von ihnen leiten. Ich wollte sie eben aussehen lassen. So, und knutschen. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Psst. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. So, und jetzt nochmal das praktische Schleichen. Seht doch das an, was wir im Spiel am häufigsten einsetzen. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Lass uns gehen! Hier stinkt es ohnehin nach Tag. Ja, Toter. Lass ihn nur nicht ausreden. Erzeugt ja keinerlei Verdachtsmomente.
dein Schwert weg, Waldläufer. Die schwarze Hand will ihn lebendig. Nimm sie mit. Bäm, mit dem Morgenstern in den Kopf. Das ist ein Morgenstern, das ist eine Keule. Da hat er Spaß dran. Ein Opfer von Blut und Knochen. Eine Brücke auf deinem Weg. Als Schatten trittst du hervor. Wir werden zusammen sein, Geliebter. Bald. Für immer. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Menardos. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Damit nochmal willkommen in Mittelerde. Mordors Schatten. Das kommt mir bekannt vor. Talion tötete einen Adligen, Irrit. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich aussagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. So, was wir da jetzt gerade gehört haben, kommt öfter vor, immer wenn Ladescreen ist. Der Ton wird teilweise wohl mittlerweile über die Kopfhörer ausgegeben, teilweise über den Controller. Ich muss dann nach dieser diese Folge mal abchecken, wie gut das am Ende zu verstehen ist. Und ansonsten setze ich den Ton komplett auf den Controller oder nehme den vom Controller weg und setze ihn komplett aufs Gehör, also auf den Kopfhörer und entsprechend auf eure Audioausgabe. Dann sehen wir dann nach der Folge und dann wird es in den nächsten besser oder bleibt so, je nachdem, wie ich es befinde. Jetzt aber erstmal erneuern. So, Schnellreise freigeschaltet. Das Erneuern von Schmiedetürm schaltet die Erinnerungen des Geistes frei. Gleichzeitig die Gebiete der Karte. Schnellreise zwischen den Gebieten. Alle Bereiche, also alle Sammelobjekte und ähnliches, so Aufgaben innerhalb des Gebietes. Und das müsst ihr aber jetzt auch nochmal angezeigt bekommen. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei. Du erhältst zusätzlich auch
Mirian. Und was Mirian ist, werden wir gleich noch erfahren. So. Gut. Halte X gedrückt, bewege ich nach vorne, um vom Vorsprung herabzuspringen. Superheldenlandung. Wir haben also einen Anarchos übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Und wir kriegen einen Bogen. Eliminiere die vier Uruks. So. Pfeile kriegen wir, indem wir Pfeile sammeln oder indem wir Gegner aufzehren. Brandmarkung. Geh hin zu ihm. So, wir greifen ihn und verhören ihn. Du bist mein! Was weißt du über die schwarze Hand, Zauber? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Was noch? Ich hatte einen Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft für ein Fass voll Grog an Gimub, den Sklaventreiber. So, dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Aufdecken können wir die daneben durch Verhöre. So, wenn du Pfeile verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke X, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Da ist Gimub der Sklaventreiber. Wir haben die Identität erfahren, dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. So, er ist ein altgedienter Hauptmann mit einer Machtstufe von 3. Wir haben zudem eben seinen Machtrang erfahren. Dieser Fall hat dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst. So, der Status hofft, dass bald ein Sklave zu fliehen versucht, denn er will ein Exempel statuieren. Das Ziel befindet sich dort und ist ein Hauptauftrag. Der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Drücke X, um dein Ziel zu markieren. Gimub ist also unser neues Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Gut. Und damit sind wir jetzt im Spiel. So. Einführung in Aufträge. Goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort und sind die, die wir als letztes abarbeiten. Rote Symbole zeigen Machtkämpfern, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Belohnung. Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Das heißt, wenn ich die Aufträge erledige, bekommen wir eben selber Macht. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammelstücke und das sind die ersten, die wir in jedem Bereich auflösen. Und die Belohnung ist Mirian, um Verbesserungen zu kaufen. So, aktuell stehen uns zwei Hauptaufträge zur Verfügung. Der Sklaventreiber, rette die Menschen im Mord und finde die schwarzen Hauptmänner. Und der Geist von Mordor, erfahre mehr über die Gesellschaft der Uruk, um Saurons Armee aus dem Inneren heraus zu zerstören. So, da haben wir noch mal ein bisschen Erfahrung bekommen. Wir gucken uns den Mirian-Eintrag an.
Mirian, diese Münzen wurden von den Elbenschmieden von Eregion geprägt. Der Mirian wurde zur geläufigen Währung dieses Reiches und wurde in ganz Mittelerde gehandelt. Ebenso wie Ithildin, dem Sternenmond, mit dem die Elben ihre Tore markierten, bestehen auch die Mirian-Münzen aus Mithril, das sie von den Zwergen erworben haben. Die Währung wurde von allen Völkern beim Handel eingesetzt, etwa auf wichtigen Märkten wie dem in Khazad-dûm. Zu Ehren der Zwerge zeigt eine Seite der Mirian Durins Tor und die andere dessen große Schmieden. Im zweiten Zeitalter setzte der dunkle Herrscher Sauron alles daran, die Mirian zu zerstören. Heute sind sie nur noch äußerst seltene Überreste eines längst vergangenen Reiches. Und Mithril, wer die Hobbite oder wer der Hobbit oder Herr der Ringe Filme oder Bücher kennt, weiß, ist ein quasi undurchdringliches Material und aus dem ist eben Bilbos Kettenhemd hergestellt. Oder Frodos dann später. So, zurück. Und wir haben hier einige Sachen, die wir jetzt lesen können. Informationen über Informationen. Und ich würde sagen, wir lesen die jetzt einfach mal alle durch. Die kommen dann nach und nach, am Anfang mehr, später weniger. Aber ich denke, es gehört irgendwo mit dazu, im Let's Play die Sachen auch mal vorzulesen. So. Mordor. Ein Land geboren und gehüllt in Schatten. Mordor ist die Heimat des zweiten dunklen Herrschers von Mittelerde. Sauron. Das Reich ist wie ein Magnet für Geister und lockt alle Arten dunkler und bösartiger Herzen an. Es ist auch das Heim vieler monströser Kreaturen, darunter Karagor, Grauks, Ungols und noch viel, viel grauenerregender Dinge, die weder von den Uruks noch vom dunklen Herrscher je gezähmt wurden. Das brennende Herz des Reiches, der große Vulkan Orodruin, schlief für viele Jahrtausende. Saurons Festung Barad-dûr wurde nie vollständig geschliffen und ist vor neugierigen Blicken verborgen. Die Uruks haben das Schwarze Tor in Udun übernommen und in Nurn gibt es unzählige Menschensklaven, die auf Rettung hoffen. Morannon, das Schwarze Tor von Mordor, ist eine beachtliche Verteidigungsanlage. Es überbrückt die Kluft zwischen den beiden Gebirgen Eret-Lithui, das Aschengebirge, und Ethelduat, das Schattengebirge in Mordor, und beschützt im Wechselspiel Mordor vor Invasionen aus Gondor und Gondor vor den Streitkräften Mordors. Seine Wälle sind aus massiven Steinen und undurchdringlich. Diese atemberaubende Struktur wurde im zweiten Zeitalter von den Heerscharen des dunklen Herrschers Sauron mit Hilfe des einen Rings errichtet. Später, nach Saurons Niederlage in der Schlacht von Dagorlad, errichtete Gondor mit Hilfe von Sklaven auf beiden Seiten des Tores die Türme der Zähne. Narchost und Karchost. Waldläufer aus Gondor haben das Tor über zwei Jahrtausende lang bemannt, doch ihre Zahl wurde während der großen Pest stark dezimiert. Udun. Das Tal von Udun ist ein raues und ungefälliges Land, in dem hauptsächlich Armeen mit dem Ziel stationiert werden, entweder in Mordor einzufallen oder aus Mordor heraus anzugreifen. Dieser ausgedehnte Landstrich wurde einst von Ausgestoßenen aus Gondor besiedelt, untersteht jetzt aber dem Kommando der Uruks. Udun wird im Norden von Schwarzen Tor und im Süden von Karach Angren mit den in Isenmünden eingegrenzt. Beschützt wird es von der zurückeroberten Festung Durthang und geteilt durch die breite schwarze Straße, die zur Festungsruine von Barad-dûr führt, wohin sich der dunkle Herrscher nach seiner Niederlage gegen den Weißen Rat bei Dal Guldur zurückgezogen hat. Dol Guldur. Orodruin. Eher bekannt als der Schicksalsberg, ist der größte Vulkan in Mittelerde und das feurige Herz von Saurons Reich. In den Samad-Naur, den Kammern des Feuers tief im Bergesinneren, schmiedete Sauron einst den einen Ring, um ganz Mittelerde zu unterwerfen. Nur dort kann er zerstört werden. Seitdem der eine Ring in den Hängen des Orodruins von Saurons Hand abgeschlagen wurde, scheint der Vulkan zu schlummern. Wenn Sauron in all seiner Macht von den Ruinen Barad-dûrs aufersteht, wird der Berg aufs neue Feuer speien. Barad-dûr. Von Barad-dûr, dem dunklen Turm, blieben seit seinem Fall nach Saurons Niederlage durch die Macht Gondors am Ende des zweiten Zeitalters bloß noch Ruinen. Doch solange Sauron überdauert, solange bleibt auch das Fundament Barad-dûrs bestehen. Es ist diese Ruine, die Sauron nach seiner Rückkehr als Heimat auserwählt hat. Von einem dunklen Zauber verborgen, sammelt er dort seine Macht für den nahenden Ringkrieg. So, wo sind wir? Was haben wir hier noch? Talion. Ich weiß, jetzt ist viel Text. Ich mache danach noch ein bisschen was weiter.
Aber es gehört halt jetzt momentan noch dazu, wie gesagt, es wird später etwas weniger. So. Talion, ein Waldläufer aus Gondor, wurde am Schwarzen Tor zusammen mit seiner Frau Ioret und seinem Sohn Dirahael getötet. Talion fand im Tod jedoch keinen Frieden, sondern wurde von einem mächtigen Geist verflucht. Dieser fuhr in seinen Körper und er wurde als unsterblicher Rachegeist wiedergeboren. Sein Geschick mit dem Schwert, seine Schnelligkeit, Zähigkeit und seine Ausbildung wurden durch den Geist in ihm verstärkt. Ganz so, als besäße er einen Ring der Macht. Er kann die unsichtbare Welt betrachten, Hand an seine Feinde legen und ihre Ängste ausnutzen, um ihren Willen zu beherrschen. Für die Monster war er nun selbst ein Monster. Talion ist in Mordor gebunden und dazu verdammt, dort zu bleiben, bis er die schwarzen Hauptmänner vernichtet, die seine Familie ermordeten und sich dem dunklen Herrscher stellt, der sie befehligt. Ioret war Talions Frau, Dirahaels Mutter und Hallas Tochter. Sie wurde in Minas Tirith geboren und aufgezogen, als ihr Vater dort als Wächter der Zitadelle diente. Mit 19 Jahren floh sie gemeinsam mit Talion aus Gondor, um sich an der Grenze ein neues Leben aufzubauen. Sie wurde gemeinsam mit ihrer Familie bei Saurons Rückkehr nach Mordor von der Schwarzen Hand getötet. Dirahael war Talions und Iorets Sohn. Geboren und aufgewachsen am Schwarzen Tor, wünschte er sich nichts sehnlicher als ein Waldläufer zu werden, wie schon sein Vater und Großvater vor ihm. Doch so sollte es nicht kommen. Er wurde gemeinsam mit seinen Eltern von der Schwarzen Hand getötet. Die Waldläufer des Schwarzen Tors. Nach Saurons Niederlage hielt Gondor das Schwarze Tor über 2000 Jahre lang. Von hier aus beobachtete die Waldläufer Mordor. Sie leiteten den Bau der Türme der Zähne und überwachten die Gefangenen aus Gondor, die später nach Udyn entkommen und sich dort ansiedeln würden. Über die Jahrhunderte hatten die Waldläufer viel zu erleiden. Ihre Zahl schrumpfte durch eine große Pest und den Ansturm der Ostlinge. Schließlich blieb nur noch ein kleiner, aber zäher Trupp, der Wache hielt, einige wenige Mutige, die schnell überrannt waren, als Sauron zurückkehrte. Die Geister. Es gibt viele rastlose Wesen in Mittelerde, denen der Frieden im Tode verwehrt blieb. Wichte, Geister und Geschöpfer des Schreckens. Geschöpfe, nicht Geschöpfer, Geschöpfe. Sauron, der Nekromant, ruft sie alle zu sich, tief in das Herz von Mordor. Sollte er seine alte Macht zurückerlangen und dieses Heer der Toten in die Schlacht führen, wird er unaufhaltbar sein. Uruks. Die großen Orks. Die Uruks sind die Elite der Orkrassen. Sie werden in großen Brutbehältern als führende Kaste gezüchtet und sind größer, stärker, noch gereizter und widerstandsfähiger gegen Tageslicht als die anderen niederen Orks. Ihre Hauptmänner und Kommandanten werden für den Krieg herangezüchtet und sind entschlossen, ihre Heimat für den dunklen Herrscher Sauron zurückzuerobern. Sie setzen ihren Willen mit roher Gewalt durch, hassen schöne Dinge und kennen keinerlei Ängste. Fühlen sich in Massakern am wohlsten und versklaven alles und jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie sind überzeugt, dass ihr dunkler Herrscher zurückgekehrt ist und zu ihrem vorbestimmten Schicksal als Herrscher von Mittelerde führt. Der Hammer Saurons. Der Hammer war einst ein Mensch. Ein Verwundetenträger der Streitkräfte von Gondor. Ein Helfer der Verletzten und der Schwachen. An den Hängen des Schicksalsberges sollte sich sein Leben auf immer verändern, als er den Streitkolben des dunklen Herrschers ergriff. Als er Saurons Waffe an sich nahm, begriff er, dass sein Leben im Dienste der Schwachen verschwendet und er für Größeres bestimmt war. Wenn es der Wunsch eines Kriegers war, glorreich in der Schlacht zu sterben, würde er ihm diesen Wunsch mit Freuden erfüllen. Er fiel einer unersättlichen Kampfeslust anheim, die ihn letztlich gänzlich verschlang. Seit Jahrtausenden wartet er auf die Rückkehr des dunklen Herrschers nach Mordor, denn durch sie soll sich seine Bestimmung offenbaren. Der Turm Saurons. So wie die Boshaftigkeit des Turms wuchs, so wuchs auch seine Gestalt. Er ist in einer Rüstung gefangen, die nicht mit ihm wächst, und seine Qualen sind unübertroffen. Einst war er ein Numenorer, und soweit er sich erinnern kann, hat er entweder einen Turm errichtet oder wurde in einen eingesperrt. Seine Erscheinung ist grauenerregend und in seiner Nähe verspürt man die Abscheu, die er gegen sich selbst hegt. Selbst die anderen Hauptmänner verachten den Turm, auch wenn sie sich oft auf seine Stärke und verderbende Boshaftigkeit verlassen. Seine Hingabe für das Töten ist unübertroffen. Er lässt seine Opfer seine eigenen Schmerzen spüren und weidet sich daran. Die schwarze Hand Saurons ist der mächtigste und gefürchtetste der schwarzen Hauptmänner. Seine bloße Anwesenheit auf dem Schlachtfeld versetzt Feinde und Verbündete gleichermaßen in Angst und Schrecken. Einige sagen,
Er sei einst ein großer König aus dem Osten gewesen, der Sauron die Häupter zweier Ishtari überbrachte. Andere behaupten, er sei nach dem Fall Numenors gemeinsam mit Sauron über das Meer gereist. Wieder andere mutmaßen, er sei der dunkle Herrscher selbst, der sich erneut verkleidet in Mordor zeigt. Über seine Vergangenheit werden sich vielerlei Geschichten erzählt. Keine einzige entspricht der Wahrheit, nur eines ist sicher. Er ist der Meister der Täuschung und dient dem dunklen Herrscher mit bedingungsloser Loyalität. Die Krallen der Schwarzen Hand. Die Krallen sind die Elite-Leibgarde der Schwarzen Hand von Sauron. Die Schwarze Hand wurde in der Kunst der Magie an der Seite des Nekromanten geschult und er persönlich zieht die Krallen von ihren Brutbehältern bei Barad-dûr hervor. Sie werden sofort im Kampf getestet, nachdem sie schreiend in eine Welt voll Wut, Hass und Zorn geschleppt werden. Es gibt immer 5 Krallen und jedes Mal, wenn eine in der Schlacht fällt, wird deren Körper zurück in die Brutbehälter gebracht. Sein Tod soll die Schöpfung seines Nachfolgers ernähren. Wenn seine Leiche nicht erfolgreich zurück nach Barad-dûr gebracht werden kann, werden die übrig gebliebenen Krallen an seiner Stelle geopfert. So, und dann haben wir hier noch die Einführung, die sind uninteressant für uns. Das ist einfach nur das, was wir eh schon gelesen haben. So, für uns wichtig hier unsere Waffen noch. Wir haben Schwert, Bogen und Dolch und können Runenplätze freischalten, wo wir dann Runen einsetzen können. Ein paar Runen haben wir von vornherein. Die Flamme von Arnor mit einer Chance von 20% kritische Treffer mit dem Schwert, das kritische Treffer mit dem Schwert Gegner anzünden und die Flammen der Klinge orange brennen. Dann haben wir den Orkschlechter. Die Kampfstoßstöße fügen Hauptmann einen Bonusschaden zu. Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit Urfeuers Sturm. Die werde ich gleich ausrüsten. Eine Chance von 50% gegnerischen Nahkampfschaden um 50% zu reduzieren. Beachte, die Effekte von Armut der Elmenruhen stapeln sich nicht. Und schon noch bis zum Ende die zusätzliche letzte Chance, um erneut gegen die Uruks in den Kampf zu ziehen. Die werden wir dann als zweites ausstatten. Jetzt erstmal den nahenden Sturm, um die legendäre Fähigkeit des Schwertes schon früher zu kriegen. Dann für den Bogen haben wir auch 2 Stück. Den tödlichen Bogenschützen mit dem Schaden von Kopftreffer um 25% erhöhen und den Fokusverbrauch um 50% reduzieren. Den setzen wir jetzt ein. Und für den Dolch haben wir auch noch ein paar Runen. Einmal den Orkjäger mit der Fähigkeit Terrorisieren rufen wir zusätzliche Furcht hervor. Die Fähigkeit haben wir aber noch nicht. Schleichtötungen und Bodenrichtung führen Hauptmännern und Häuptlingen Bonusschaden zu. Und wir sind immun gegen Gift. Und das nehmen wir als allererstes. Weil Gift mit das Schlimmste ist, was wir so am Anfang erleiden können. Das Ganze können wir später verbessern, hier indem wir Mirian einsetzen. Kriegen wir mehr Runenplätze. Ist auch wichtig für uns. Und man sieht, wir haben einiges zu tun. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken auf die Karte. Wir markieren uns mal hier kurz das Ithildien. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Gut. Die Themen, die müssen wir einsammeln. Nanichir, Gelaia Mordor. Edwenno Ogwath. Und da kriegen wir Mirian für und können dann hier direkt den Schwertruhmplatz freischalten. Kostet uns 60 Mirian, machen wir. Und dann entsprechend die Rune da auch einsetzen. Wie ich bereits sagte, die zusätzliche letzte Chance. Gerade weil wir eben vorhaben, nicht zu sterben, ist das erst einmal für uns wichtig. So. Die Geister wird wieder verlassen, dann gucken wir mal auf die Karte. Wir haben Herausforderung, Jagd und Überlebensherausforderung. Wir müssen 2 Nifredil einsammeln, die kriegen wir hier in diesem Gebiet, das sind die weißen Kreuze, und 3 Spinnen töten, die laufen hier auch überall rum. Das ist Ithildien, Sternenmond. Es wurde aus Mithril geschmiedet und trägt die Erinnerungen an alte Zeiten in sich. Das Wissen darin kann gut oder verdorben sein. Gut, hier haben wir so Pflanzen, die können wir halt einsammeln. 2 Stück von denen hier müssen wir sammeln. Da ist eine und eine auf der anderen Seite. Dann haben wir die erste Überlebensherausforderung schon mal weg. Die machen wir jetzt mal eben so nebenbei quasi. Geben uns nämlich Erfahrung und Erfahrung brauchen wir halt auch.
Und jetzt gucken wir mal, die nächste Herausforderung ist grünes Pfeifenkraut und Lothrond. Und das grüne Pfeifenkraut ist hier unten direkt der erste, den können wir direkt auch mal holen. Da ist die erste Spinne gewesen, die war drauf getreten. So. Wir haben halt jetzt einfach die Möglichkeit, hier ganz schnell hintereinander die Dinger einzusammeln. Deswegen machen wir das mal direkt. Da ist ein Ork, den können wir mal verhören. Zack. Verhören. Informationen sammeln. Und der gibt uns jetzt Informationen über Hauptmänner, die wir noch nicht entdeckt haben. Hier ist übrigens Redback der Feigling, der ist für die zweite Hauptmission notwendig. Was uns halt fehlt, sind Stärken und Schwächen der Hauptmänner. Die kriegen wir aber von normalen Orks nicht. Dafür gibt es Informanten. Um Rechtsinformationen. Aber so holen wir uns schon mal. Olrog, der Bruder, ist bereit, sich zu ergeben. Das ist gut. befindet sich in der Öde von Durchfang. Mit einer Machtstufe von 4. Wir kennen Stärken und Schwächen noch nicht. Die kriegen wir Informationen. Und so holen wir uns dann Informationen, wer die Hauptmänner aktuell sind. Wir haben einen Fähigkeitspunkt bekommen, den wir Erfahrung gekriegt haben. Hier ist noch das zweite Grüne. Ja, nimm's. Durch Einsammeln der Pflanzen kriegen wir automatisch auch unser Leben wieder aufgefüllt. Und jetzt geht's darum, den Hauptauftrag machen wir als letztes. Deswegen begebe ich mich jetzt erstmal hier zur Artefakt und zu der Methylklinge. Und dann decken wir erst einmal die Karte auf, machen die ganzen Nebenmissionen, die wir entsprechend freischalten. Dann gucken wir uns mal hier die Konfrontation an. Vielleicht kriegen wir darüber noch ein bisschen was an Runen freigeschalten. Unser erster Weg führt uns mal hier zu dem Artefakt. Und dann gucken wir mal. Ich habe sie letzte Nacht marschieren hören. So, kriegen wir schön auf der Karte mal wieder angezeigt. Da 600 Fuß, jetzt sind noch 500. Das ist relativ zügig. Ah, und wir haben einen Fähigkeitspunkt ja freigeschalten. Gehen wir erstmal drauf. Jetzt können wir uns hier was auch suchen. Die Kampfhinrichtung kriegen wir ab der Trefferserie von 8. Ist ganz gut. Brauchen wir. Das Explodieren lassen für Feuerstellen brauchen wir auch. Karagor reiten ist essentiell wichtig. Aber ich möchte als allererstes den Schleichtodesstoß von oben freischalten. Damit wir den schon mal haben. Und wir haben ein bisschen was an Mirian freigeschaltet. Und das erste, was wir da natürlich machen, ist unsere Gesundheit mit erhöhen. Und im Appendice kriegen wir natürlich die Pflanzen und Tiere, die wir so einsammeln. Erstmal die Ungol, das sind die Spinnen. Hier behandelt es sich um riesige Spinnen, die boshaften, intelligenten Kinder der Spinnenkönigin Kankra. Obwohl sie hauptsächlich in Teilen dann um Ghul, das Tal der Spinnen, leben, haben sie sich seitdem in ganz Mordor verbreitet und besiedeln seine Höhlen und anderen finsteren Winkel, von wo aus sie ihrer Königin Bericht erstatten. Ihre Nester und Schlupfwinkel sind vom verdorrten Fleisch und den Knochen ihrer Beute übersät. Die Ungol scheuen sich nicht aufdringliche Uruks zu ihren Opfern zu machen. Die letzten Geschehnisse in Mordor haben sie aggressiver werden lassen und die Neugier der Spinnenkönigin geweckt. Doch wo dies hinführen mag, liegt noch im Dunkeln. Dann haben wir die Nifredil. Das ist die kleine Blume Nifredil. Sie wurde sehr wahrscheinlich in der fernen Vergangenheit Mittelerde durch Magie erschaffen. Ihr Erscheinungsbild ist in der Tat außergewöhnlich. Aus der Ferne betrachtet scheinen die blass-weißen Blüten wie Sterne zu schimmern. Als Medizin eingenommen wirken Nifredil beruhigend auf die Körpersäfte und kann so Unruhe besänftigen. Seine grünen Stängel können zerstoßen und zu einer dünnen Paste zerrieben werden, die Blutungen stoppt. Die Pflanze hat sich über ganz Mittelerde ausgebreitet und kann heute selbst in den unwirtlichsten Winkeln angetroffen werden. Und das Pfeifenkraut? Diese aromatischen Kräuter sind unter vielen Namen bekannt und können an vielen Orten in Mittelerde gefunden werden. Ihre Blätter werden üblicherweise getrocknet, zerkleinert und von Menschen, Hobbits und Zwergen in Pfeifen geraucht. Aufgrund der Beliebtheit des Krauts als Tabak haben nicht wenige Bauern einen Gutteil ihrer Felder, meint ja auch ihre gesamten Felder, speziell für den Anbau des Krauts und dessen Verkauf gewidmet. Die Blüten des Pfeifenkrauts erfreuen sich weniger großer Beliebtheit und haben einen bitteren Nachgeschmack. Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass diese von gewissem Wert sein könnten. Geschulte Kräuterkunden haben die Vermutung geäußert, dass die Blüten bei fachmännischer Anwendung Schmerzen lindern und die Sinne anregen können. Und das Ithildin. Ithildin, auch als Sternenmond bekannt, sind uralte und mystische Symbole, die sich in den Felsen und Ruinen Mordors wiederfinden. Sie sind Relikte eines uralten Königreiches, die den Augen der Sterblichen nicht aber denen des Geistes verborgen bleiben.
Der innewohnende Geist in Talion kann diese Symbole der Macht sehen und auch aktivieren. Wichtiger noch ist wohl, dass er eine Art Verbindung zu ihm empfindet. Sie scheinen Relikte seiner Vergangenheit zu sein. Das sind die gleichen Runen, die auch an den Toren zu Moria sind, die im Herr der Ringe bereist werden. Das Freundestor, Melon. So, jetzt holen wir erstmal das Artefakt. Und hier nochmal eine neue Information. Hi. Wenn wir die Sklaven retten, kriegen wir nebenbei auch noch Erfahrungspunkte. Informationen sammeln. Nächster aufgedeckt. Olgoth Heuter sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Und weg mit ihm. Wir werden einmal erstmal alle aufdecken, die wir irgendwie aufdecken können. So, hier im schwarzen Tor kriegen wir natürlich ein paar Gegenstände, die wir sammeln können. Ist aber erstmal noch relativ uninteressant. So, und wir können Gegner anlocken. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, dann komm her. Und sie dann aus dem Hinterhalt heraus töten. Und dann können wir uns den nächsten schleicht einfach mal eben für die Informationen ranholen. Und den letzten in der Reihe. Motzfell Schädelsammler denkt an Fleisch, wünscht sich, es wäre in diesem Augenblick in seinem Mund. Schön. Und da oben drauf ist auch noch einer. Den holen wir natürlich auch. Mit der Steuerung bin ich noch nicht so ganz wieder drin. Das kommt aber auch noch. So, hopp, hopp. Und wir können ihn markieren mit R2 und dann können wir da so eine Schleichtötung machen. So, gibt Erfahrungspunkte, ist immer gut. So, und dann können wir uns hier das Artefakt einsammeln. So, aufsammeln. Und wir haben Mörser und Stößel gefunden. Dieses Artefakt ist ein außergewöhnlicher Fund und datiert vielleicht bis ins zweite Zeitalter zum großen numenorischen Einfall zurück, in dem der dunkle Herrscher Sauron sich absichtlich in Gefangenschaft begab. Es wurde wahrscheinlich von Heilern dazu verwendet, Wurzeln und Kräuter für die Herstellung von Umschlägen und Salben zu zerreiben, die notwendig waren, um eine Armee relativ gesund und munter zu halten. Und jedes Fundstück, das wir haben, hat noch eine versteckte Information, die wir einmal finden müssen. Man hört es schon und da ist es. Und dann können wir die Erinnerung dazu abspielen. Die ersten Boten sind im Lager eingetroffen. Sie berichten von nur wenigen Verlusten. Wir haben den gegen uns marschierenden Streitkräften von Mordor einen herben Schlag versetzt. Hoffentlich ist das nicht bloß Geschwätz. Hegadorn, habt ihr Neuigkeiten? Sie sagen, wir hätten einen monumentalen Sieg errungen. Du wirst dein geriebenes Königskraut nicht brauchen, mein Freund. Nur wenige von uns wurden heute verletzt. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude. Sie sagen, der goldene König hat einen besonderen Preis mitgebracht. Sauron höchst selbst in schwere Ketten gelegt. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sauron mal gefangen wurde. Aber okay, so, wir können eine neue Verbesserung freischalten. Ach so, hier bei Mirian. Ja, natürlich die Runenplätze. Ich weiß gar nicht genau, welchen wollte ich denn jetzt zuerst. Nehmen wir erstmal den Dolch. Und dann können wir da entsprechend eine neue Rune einsetzen. So, die Immun gegen Gift haben wir jetzt. Das Terrorisieren bringt uns nichts. Wir erhöhen den Schaden der Tötung, der Schleichangriffe. Schatten des Krieges. Da gibt es einen neuen General, okay. Ist für uns noch interessant. Wir spielen ja Schatten von Mordor. Oh, Moment. Mein halbes Leben habe ich an der Grenze Mordors verbracht und hielt das Land für tot. Wer bist denn du? Ich ahnte nie, welch Geheimnis. Ich habe dich gejagt. Zeit, dein elendes Leben zu beenden. Da kommt aber beim Hauptmann an. So, wir können im Kampf eben das da machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Menschenabschaum. Noch ein zweiter. Ihr werdet alle bezahlen! Wir rennen erstmal weg.
weil wir sind kurz vorm Tod. Und das ist das Letzte, was ich jetzt brauche. Dass da plötzlich zwei Hauptmänner kommen, ist aber auch ganz schön fies. Und wir sehen, wir regenerieren mit der Zeit automatisch ein bisschen. Jetzt verstecken wir uns einmal ganz kurz hier. Uiuiuiui. So, was ich dir hier eigentlich noch zeigen wollte, wir können uns die hier anzeigen lassen. Verdusch. Indem wir eben in der Geisterwelt dann durchgucken, dann kriegen wir beide angezeigt. Das ist richtig schlecht gelaufen jetzt. Gut, dass wir überlebt haben. So, ich brauche noch Pfeifenkraut, Lothrond und Spinnen. Ich wollte eigentlich hier zu dem Auftrag gehen. Wie ein silberner Blitz schlug er die Reihen des dunklen Herrschers an. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur erahnte. Formen die Legende des Dolches Archan. Und die Folge soll ja noch ein bisschen länger werden. Sklaven geschickt. Entweder sie bringen mir seinen Kopf oder sie zahlen mit den ihren. Es ist der Lauf weiter. Schleicht da jemand umher? Da ist noch ein Kraut. Das nehmen wir uns mal. Und verziehen uns mal noch ein bisschen weiter. Das Kraut, wie man sieht, heilt uns direkt voll. Da vorne ist noch das Rote, das Grüne, was uns fehlt. Weg mit dir. Die beiden verfolgen mich jetzt echt. So, nehmen wir nochmal das Kraut wieder weg. Das Falkenkraut ist fertig. Jetzt brauchen wir noch diesen gelben Pilz, der da fehlte. Hi! Erstmal im Vorbeigehen noch ein paar tötende Erfahrungen sammeln. Achso, ich wollte mir auf der Karte noch die Mission markieren, damit wir da wieder hinkommen. Dann können wir, wenn wir die starten, müssten wir eigentlich die Hauptmänner loswerden. Hoffe ich. Wenn du neue Spuren entdeckst, gibt es nur eine herangehen. Gucken wir mal. Gelesen hatte ich das ja gerade schon. Und wir nehmen die Mission an. So, was sollen wir tun? Wir sollen die Sklaventreiber innerhalb von 3 Minuten durchschleichen. Lass dich nicht entdecken. Okay. Und da sind die noch ein paar Spinnen. Sie geben die Befehle, aber sie machen sie nicht selbst. Sie bekommen ihre Befehle von weiter oben in der Befehlskette. Meist sogar direkt von den Häuptlingen selbst. Den ersten. Danke. Wir werden es ja wohl irgendwie schaffen, 10 Stück zu eliminieren, ohne uns entdecken zu lassen, ne? Vielen Dank, Waldläufer! Hoch! Da ist einer. Durch das Erfüllen des zusätzlichen Ziels kriegen wir mehr Belohnung am Ende. Das ist nicht nur die 150 Mirian, die wir sowieso kriegen, sondern noch ein bisschen mehr. Pinkelt ja? Okay. Gut, da ist noch einer. Oh, der hätte uns fast entdeckt. Muss ein bisschen auf achten, dass wir eben gucken, wohin die gucken. Gucken, dass keiner guckt. Gut, dass wir die Fähigkeit schon gelernt haben. Vielen Dank, Fremder. So. Noch 2. Einmal den hier. Und da vorne ist der letzte, den wir uns holen. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Na los, lauf! Heute wird es dank des vielen Grogs viel einfacher. Und 10 Stück erledigt innerhalb von 10 Minuten, 3 Minuten, und wir kriegen 50 als zusätzliche Belohnung. Schließe alle Nebenmissionen ab, um Mirian zu erhalten. Verdiene genug, um eine mächtige Verbesserung für deinen Dolch Archan kaufen zu können. Mit Archans Schatten kannst du für kurze Zeit unsichtbar werden und unbegrenzte Schleichtätigung durchführen. Das gleiche gilt eben beim Schwert, da schalten wir dann eben
Urfels Sturmfrei, den wir aktuell über die Rune freigeschaltet haben. Und hier muss irgendwo, Moment, das markiere ich mir mal, wenn ich schon mal hier bin. Markieren wir uns das Artefakt noch. Oh Gott, da ist noch einmal. Feldusch. Da ist Feldusch schon wieder. Und ich will aber hier rein. Unsere Hauptmänner haben sich mit denen aus dem Osten getroffen. Du weißt, was das heißt. Wir schließen uns zu einer großen Armee zusammen. Finde ich nicht gut. Eisenfesseln. Dies sind Gefangenenketten. Fußfesseln, um genau zu sein. Sie datieren zurück ins zweite Zeitalter und wurden wahrscheinlich von gondorischen Gefangenen getragen. Männer und Frauen, die in ihrer Knechtschaft die Tür mit der Zähne errichteten, die das Morannon flankieren. Diese Gefangenen warfen später ihre Fesseln ab und begannen ein neues Leben als Ausgestoßene in Udun. Einige behielten ihre Fesseln als Erinnerung an ihr Leid. Und manchmal ist es ein bisschen schwer zu finden, aber da ist er. Na schön, ihr Würmer. Willkommen am Schwarzen Tor. Ihr werdet die Wachtürme für uns bauen. Harte Arbeit wird auch belohnt. Herr, meint ihr damit, dass harte Arbeit mit Strafmilderung belohnt wird? Ihr seid allesamt Verräter, Mörder und Diebe. Wenn ich sage, dass ihr belohnt werdet, dann heißt das nur, ihr werdet den Karagor nicht zum Fraß vorgeworfen. Das nennt sich doch Arbeitsmotivation. Aber was haben wir denn noch? Ist was Neues gekommen. Uruk-Hauptmänner. Uruk-Hauptmänner überwachen Saurons Armee. Sie führen Bau- und Abrissprojekte durch, schmieden Kriegspläne und sorgen für Disziplin unter ihrem Gefolge. Die Ork-Hierarchie ist kämpferisch. Hauptmänner gewinnen ihre Stellung, indem sie diejenigen über ihnen töten, und sie erhalten ihre Macht, indem sie mögliche Konkurrenten unter ihren Untergebenen auslöschen. Dies sorgt für einen endlosen Machtkampf zwischen den Uruks. Das Erlangen des Hauptmannsrangs bedeutet, dass der betreffende Uruk unter seinesgleichen zu den stärksten, tödlichsten und verschlagensten gehört. Als Statussymbol tragen Hauptmänner die besten Waffen und Rüstungsteile von den Leichen ihrer getöteten Feinde und die Narben ihrer ausgetragenen Kämpfe. Henker? Grausame Henker verrichten ihren Dienst, um die Uruk-Gesellschaft vor einem endlosen Kreislauf aus Vergeltung, Mord und Abschlachten um des Abschlachtens willen zu bewahren. Die Uruks haben nur wenige Regeln und Strafen und ihre blutige Ordnung zu wahren. Wenn der Henker gerufen wird, um eine Auseinandersetzung zu beenden, rollen Köpfe und die Sache ist endgültig erledigt. In Mordor wurden die Aufgaben der Henker auf das Bestrafen ungehorsamer Sklaven und anderer Geschöpfe ausgeweitet. Sie haben ein Talent für Disziplin zu sorgen und müssen ihre Lektionen niemals wiederholen. Gut, das war's dann, glaube ich, ne? Ja. Und hier hinten noch eine Einführung in den doppelter Konter. Drücke zweimal, um zwei Gegner gleichzeitig zu kontern. Okay, das geht. Hinweise und Tipps. Rote Angriffe können nicht gekontert werden. Mit X ausweichen. Okay. Und wir haben eine neue Verbesserung. Haben wir 255. Wir brauchen 320 für die nächste Gesundheit. Aber wir können nochmal einen Schwertrundenplatz reinnehmen. Oder wir nehmen den. Aber nein, ich nehme nochmal einen Schwertrundenplatz dazu. Und den. Perfekt. Und wir können noch eine Fähigkeit dazu holen. Was nehme ich denn? Orke, die Hinrichtung finde ich, glaube ich, ganz gut. Die brauchen wir. Ab Treffer Serie 8 können wir dann einen sofort töten. Und natürlich neue Rune einsetzen. Da haben wir schon drei. Sehr gut. Und dann nehmen wir jetzt das Anzünden. Und für den Bogen haben wir eh nur noch eine Rune, den Kopftrefferschaden erhöhen. Das heißt, ein Bogen ist für uns erst einmal wieder uninteressant. So, vor den Hauptmann. Sind keine Soldaten. Sie sind nicht bereit zu sterben. Alles Lebendige muss sterben. Nur der Mensch sorgt sich um das, was nach dem Tod geschieht. Habe ich da gerade etwas gehört? Wahrscheinliche Ratten. Wenn es wiederkommt, töten da! Wir haben einen Toten! Ja, der wird auch schon vor geraumer Zeit gekillt, mein Freund. So. Wir ziehen uns mal eben zurück. Sammeln noch kurz was ein. Ich mache die Stunde voll. Dann soll das für die erste Folge reichen. Ich denke mal, ich peile so eine Regelzeit von, ich weiß nicht, 30 Minuten etwa an. 30 bis 45, irgendwo so in dem Bereich. Für eine reguläre Folge halt. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so hinkommt. Aber jetzt für die erste Folge ist, glaube ich, eine Stunde ganz gut. Vor allen Dingen dadurch, dass wir sehr viel gelesen haben. Jetzt noch ein bisschen was einsammeln können. Und dann gucken wir mal. Da haben wir noch was.
So. Seltsamer Stein. Die Eruptionen des Orodruin sind abrupt und heftig. Wenn der Berg flammend erwacht, ist niemand mehr sicher. Der Himmel verdunkelt sich mit Rauch und Asche und feurige Felsen werden hoch in die Luft geschleudert, bevor sie mit tödlicher Wucht auf dem Boden landen. Dieser Stein aus schwarzer Glaslava gehört zu diesem Vulkangestein und datiert zurück ins zweite Zeitalter, vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, als der dunkle Herrscher seine erste Verbindung zum Vulkan knüpfte. Diese Rückstände vom Zorn des Orodruinen werden aufgrund ihrer Härte geschätzt und werden oft zu Waffen verarbeitet. Jetzt müssen wir mal gucken. Da ist die Erinnerung. Wo bist du gewesen, Kind? Ich hab was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nur sag das deiner Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein, sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Ja. So. 50 Mirianen als Belohnung. Und wir peilen noch eben den Turm an. Da gehen wir dann diese Folge noch hin. Und dann reicht es. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Orodruin starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. So, noch ein paar Fuß. Das schaffen wir doch wohl. Boah, noch irgendwie drei Spinnen, über die ich stapfeln kann. Hast du das gehört? Gucken wir mal. Klang so, als würde jemand herumschleichen. Ich schleiche nicht, ich renne, mein Freund. Ah, da vorne ist noch ein Pilz. Den holen wir uns mal. Oh, das war nicht geplant. Den Pilz will ich haben. Der ist hier unten, ne? Ja. So. Unser Lager und das weiter drüben sollen zu einer großen erledigt. Sehr gut. Als nächstes brauchen wir Remelfond und Azura dran, die blauen Kräuter. Und wir haben natürlich jetzt noch eine Appendiz dazu. Die werden hier unten drunter jetzt. Lothrond, ein mehrgliedriger Pilz, der manchmal auch als Höhlenblume bezeichnet wird. Lothrond wächst häufig an dunklen, feuchten Orten. Er ist eine bemerkenswert widerstandsfähige Pflanze, die große Temperaturunterschiede verkraften kann. Für Hobbits und das Dachsvolk sind sie eine gern gesehene Delikatesse. Heiler kochen den ganzen Pilz üblicherweise zu einer Brühe, die die Atemwege befreit. Man kann Lothrond auch mit anderen Kräutern vermischen und so Tränke und Salben herstellen, die den Anwender unter anderem einem vorübergehenden und teils übertriebenen Heldenmut verleihen. Mhm. So, jetzt noch zum Turm. Und dann war's das für die Folge. Und nicht ganz die Stunde, aber ist ja auch egal. Der Waldläufer, zwei Minuten. Wir können uns einfach auf die Köpfe springen. Kann ich. 105 Mirianen alleine dafür, dass wir nochmal hier auf den Turm hochgehen. Und dann einmal erneuern. Zack! So. Ich sehe den Sternenmond, das Ithildin. Sehe die Steine aus halb vergessener oder halb erinnerter Vergangenheit. Dann führt uns das gleich hier, also gleich in der nächsten Folge über das Ithildin hin zu dem Artefakt. Dann wieder rechtsrum die Sachen hier eingesammelt und dann in den nächsten Bereich. Aber für die Folge soll es das jetzt erstmal sein. Ich gucke nochmal kurz, ob ich noch eine Verbesserung kriege. Na, ja, wir haben noch eine Appendiz sogar. Barad Silmel. Nahezu nichts ist über die Entstehung und Vernichtung dieser geheimnisvollen Ruinen bekannt, bis auf einige zusammenhanglose Fieberträume eines Geistes, welcher den dem Tode nahenden Waldläufer Talion heimsuchte. Ihm sind diese Türme vertraut. Der ewige Gegner, die Zeit, hat ihren Zweck verschleiert, ihre Form verhüllt und ihre Erschaffer zu einer fernen Erinnerung verblassen lassen. Solange wir nicht irgendwann ihren Ursprung aufdecken können, wird diese monolithischen Ruinen nur als Barad Silme bezeichnet, Türme des Sternenlichts. Ungesehen sind sie nichts weiter als Schatten von Mordors ferner gewalttätiger Vergangenheit, in denen sich die Erinnerung an das verlorene Elbenland Eregion verlieren. Gut. Dann haben wir noch eine Verbesserung. Da, 195.
Mehr Pfeile. Oder noch einen weiteren Rundplatz. Nein, wir nehmen erstmal mehr Pfeile. Pfeile sind auch wichtig. So. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Erkundung Mordors. Bis dahin und vielen Dank. Euer Steffel.